Fillmore, ich übernehme das. Und jetzt Fillmore. Die heutige Episode trägt den Titel Spiel der Könige. Erster Akt, falsches Spiel. Mit 26 Zügen hat Nelson Kellogg von der St. Stephen's Academy Schachmatt gesetzt. Als nächstes am Brett von der X Middle School. Und die Pötchen in die Höhe! Jack Matty ist im Haus! Ich liebe dich, Jack Matty! Du Blödmann! Hau ab, Jack Matty! Rette das Spiel der Könige! Let's kick it! Mikrocheck 1-2, Mikrocheck 1-2. Schachmatt, alles klar? Das Spiel geht an Jack Matty! CJ, bring uns den Beat, yo! Yeah, yo, ich sag euch, wer ich bin. Ich bin Jack Matty. Im Spiel der Könige bin ich der King. Die Schachmatt zu setzen ist genau mein Ding. Kommt alle her, wagt gegen mich ein Spiel. Ich kann euch nur sagen, es bringt nicht viel. Sein Name ist Warren Foote, aber die meisten kennen ihn nur als Jack Matty. Er ist dreist, er ist vorlaut, er ist eine Provokation. Aber wenn er Schach spielt, lässt er die Läufer tanzen wie Michael Jackson in den besten Zeiten. Vor einer Woche erhielt Jack Matty diesen Stapel Drohbriefe. Er soll lieber aus dem Turnier aussteigen. Und heute Morgen ist dann das passiert. Die Untersuchungen ergaben, dass die Seile, an denen die Figur hing, manipuliert waren. Es war also doch kein Unfall. Das ist kein gutes Jahr für unsere Schule. Sogar unsere Back AG hat eine Niederlage bei den Landesmeisterschaften im Teigrühren hinnehmen müssen und das Rechtschreibteam hat Philosophie falsch buchstabiert. Von jetzt an werdet ihr beide dafür sorgen, dass Jack Matty nichts passiert, verstanden? Egal, was er tut, ihr tut es auch. Wenn er Hunger hat, habt ihr auch Hunger. Auch wenn ihr schon kurz vorm Platzen seid. Ich will eine Trophäe und Jack Matty wird uns dabei helfen. Der Erpresser war sehr vorsichtig. Er hat die einzelnen Buchstaben aus Zeitungen ausgeschnitten. Also keine Handschrift. Officer Fillmore nehme ich an. Ja, der bin ich. Kennen wir uns? Nein, aber das wird sich bald ändern. Mein Name ist Joyce Summit. Pass auf, durch mich erfährst du eine herbe Niederlage. Sieh dich vor, deine Tage sind gezählt. Worum geht's hier eigentlich? Du warst der König der Cafeteria. Der Typ, der mehr verdrücken konnte als irgendwer oder irgendwas. Aber jetzt hat die Schule eine neue Meisterin und sie heißt Joyce Summit. Du wirst schon bald um Gnade winseln. Ein nettes Mädchen. Ich bin Raylene Tingley, Präsidentin des Jack Matty Fanclubs. Wir finden erst sowas von talentiert und süß. Wollt ihr nicht eintreten? Tut mir leid, aber wir sind im Dienst. Wartet mal, Tyson Polaris, Präsident von SPEC, Studentische Partei für die Etikette der schachspielenden Clubs. Wir glauben, dass Jack Matys extravaganter Stil und seine extrem respektlose Haltung die Würde dieses uralten und heiligen Spiels verletzen. Unterschreibt ihr jetzt oder was? Wir sind im Dienst. Tut uns leid. Es sieht so aus, als würdest du gegen Nelson Kellogg im Finale antreten. Ja, von mir aus. Aber Nelson Kellogg wird als bester Spieler des Turniers gehandelt. Hast du nicht wenigstens ein kleines bisschen Respekt vor ihm? Ich mache ihn fertig in nur 12 Zügen, yo! Und hey, du darfst das sogar zitieren. So jetzt, ding, das Interview ist vorüber. JC, CJ? Warren Foote, ich bin Cornelius Fillmore. Das ist meine Partnerin Ingrid Third. Wir sind vom Security-Team. Wir haben die Aufgabe, dich während des Turniers zu beschützen. Yo, ist mir Schnuppepuppe.
Eigentlich müsst ihr mein Essen vorkosten, es könnte ja vergiftet sein. Das wird nicht passieren. Und wenn wir dich beschützen sollen, Checkmatey, solltest du die Leute hier lieber nach Hause schicken. Was? Das sind meine Jungs, yo! Niemand außer uns darf in den Backstage-Bereich oder in deine Garderobe, bis das Turnier vorbei ist. Ich mag es, wenn Frauen mir eine Ansage machen. Vielleicht nehme ich dich mal mit zu meinem Lieblingsplatz auf dem Dach der Schule. Da hole ich mich vom Scheinwerferlicht und arbeite an meinen Reim. Na, was sagst du dazu? Ich sage nein. Und ich sage, nimm deine Griffel da weg, bevor du dir eine fängst. Mädchen, du hast eine ganz schön große Klappe. Aber irgendwie stehe ich da drauf. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalte, Fillmore. Am liebsten würde ich Checkmatey selbst Drohbriefe schreiben. Das ist unser Job, Ingrid. Du darfst dich über ihn nicht aufregen. In unserem Gewerbe sollte man seine Gefühle am besten zu Hause lassen. Das Spiel geht an Checkmatey. Yeah! Damit trifft er im Finale auf Nelson Kellogg. Es findet morgen Mittag um 1 Uhr statt. Was? Was? Dir werde ich zeigen. Ihr könnt mich nicht von der Bühne zerren, bevor ich meinen Rap losgelassen habe. Das könnt ihr meinen Fans doch nicht antun. Hey, stopp! Ihr bleibt hier. Los. Oh, bitte verratet ihm nicht, dass ich es war. Das ist kein Drohbrief. Das ist ein Liebesbrief. Ganz genau. Und wenn es ein Verbrechen ist, Checkmatey zu lieben, dann bin ich schuldig im Sinne der Anklage. Du kannst gehen. Ah! Wiedersehen, Checkmatey. Ich weiß, dass du Nelson Kellogg schlagen wirst. Ich weiß es einfach. Mann, das nennt ihr beschützen? Ihr macht nur meine Fans sauer. Ich gehe jetzt mal ins Bad. Das sind Brausetabletten gegen Sodbrennen. Nein! Zweiter Akt. Das Duell. Also folgendes. Der Täter hat Brausetabletten in den Schrank gelegt, den Stöpsel in den Ausguss gesteckt und das Wasser aufgedreht. Und er hat einen Brief hinterlassen. Gib auf, Checkmatey. Das ist meine letzte Warnung. Thai-Massage. Dann wollen wir mal kurz rekapitulieren, ja? Ich hatte euch beide gebeten, auf Checkmatey aufzupassen. Rücken krabbeln. Und heute wäre er beinahe in einer anderen Dimension gelandet. Checkmatey soll sich voll und ganz auf das Finale konzentrieren. Checkmatey soll gewinnen. Denn nur so kann der leere Platz in meinem Trophäenschrank und in meinem traurigen Herzen gefüllt werden. Tiefenmassage! Ich möchte, dass Checkmatey als erstes morgen früh in eine Art Hochsicherheitstrakt außerhalb des Schulgeländes verlegt wird. Nackenklopfen! Chet Baker! Und sowas nennt ihr Musik? Stell sie sofort zurück. Kommt schon, Leute. Ich werde mich hier noch zu Tode langweilen. Gehen wir ins Einkaufszentrum. Relaxen, rumhängen, ein bisschen abchillen oder sowas in der Art. Tut mir leid, Mann. Das Finale beginnt erst in circa 3 Stunden. Und bis dahin bleiben wir hier. Ja? Ich bin's. Vallejo sagt, du sollst dir das mal ansehen. Nelson Kelloggs Vater ist einer der führenden Manager von Memminger Industries. Ja, und? Naja, Memminger Industries stellt diese rosanen Brausetabletten her. Ich werde mal in die Schule gehen und mich mit Nelson ein wenig unterhalten. Ja, da stehe ich voll drauf. Boom, ich werde dir den Rücken frei halten. Ingrid, bleibst du mit ihm hier? Klar.
Ach, nun, macht euch mal ein bisschen locker. Fillmore, du wirst mir nicht entkommen. Es gibt keinen Ausweg. Nicht jetzt, Joyce. Noch heute werde ich mir deinen Burger-Rekord vornehmen. Und ich werde diejenige sein, die ihn brechen wird. Na, da wünsche ich mal guten Appetit. Bleib stehen! Jede Ära ist einmal vorüber. Du bist eine Legende an der Schule und es gibt nur eine Möglichkeit, eine Legende vom Sockel zu stoßen. Ein direkter Vergleich. Hör mal, Rotschopf, diese ganze Geschichte interessiert mich nicht. Überhaupt nicht. Die Mittagspause beginnt in 2 Stunden. Versuch ruhig vor deinem Schicksal davonzulaufen, aber früher oder später wird es dich einholen. Jo, die sind ja sowas von hässlich. Wer malt die? Du? Meine Schwester. Ja? Sieht sie so aus wie du? Nein, größer. Aber nicht hübscher. Denn du bist so eine richtige kleine süße Zuckerpuppe und ich würde zu gerne... Was ist bloß mit dir los, Kleine? Ich sagte, Griffel weg. Schon vergessen? Du Süße, ich muss mal. Das schaffst du wohl alleine. Cornelius Fillmore, X-Middle School Security Team. Ich würde mir gern mal dein Kunstprojekt ansehen. Hey! Gib mir das sofort zurück! Warte eine Sekunde. Das sind ja nur Fotos von dieser Gruppe Dancy Lads. Das ist nun mal meine Lieblingsboygroup. Vor jedem Spiel bastle ich eine Collage mit ihnen. Das entspannt mich total. Die Nummer ist mir ziemlich peinlich, okay? Checkmatey? Ist alles okay? Checkmatey! Ich komm jetzt rein. Welchen Grund soll es geben, dass ausgerechnet ich Mr. Checkmatey sabotieren sollte? Wenn Checkmatey das Turnier absagen würde, würdest du gewinnen, ohne zu spielen. Die Chance, gegen Checkmatey zu spielen, würde ich mir doch nie im Leben entgehen lassen. Naja, vielleicht für erste Reihe Karten für Dancy Lads. Weißt du, hinter all dieser Angeber-Rapper-Fassade sieht man die pure Angst in Checkmateys Augen. Fillmore, wir haben ein Problem. Warte mal, wo ist Checkmatey? Er ist abgehauen. Seid ihr alle gut drauf, yo? Ich will, dass ihr alle mitkommt und zuseht, wie ich boom, boom, boom auf dieser Bühne das Finale gewinne. Kommt schon, ich will hören, dass ihr mich liebt. Oh, Checkmatey, ich lieb dich so doll. Checkmatey macht boom, aber ist nicht dumm. Ich bin scharf wie ein Florett, zum Gegner niemals nett und ich werde... Wir müssen ihn da rausholen. Ingrid, ich hab's, die Falltür. Was fällt dir eigentlich locker ein? Locker auf dem Hocker, Checkmatey bleibt Checkmatey. Was wollt ihr eigentlich von mir? Wie wär's, wenn du uns dabei hilfst, dich zu schützen? Ingrid und ich reißen uns ein Bein aus, damit dir nichts passiert und du behinderst die ganze Zeit unsere Arbeit. Das liegt daran, dass ihr mir die ganze Zeit befehlen wollt, was ich tun soll. Und weißt du, was ich dir jetzt befehle? Ganz schnell Klappe halten. Denn ehrlich gesagt, du bist der schlechteste Rapper, den ich je gehört hab. Hey, jetzt reicht's. Kritisiere von mir aus mich, aber nicht meine Reime. Wie bitte? Ich mache bumm und bin nicht dumm. Entschuldige, das ist peinlich. Bleib lieber beim Schachspielen. Bei deinen Reimen kriegt man Ohrenschmerzen. Fillmore, ist bei euch alles in Ordnung? Yo, wer hat dich denn bestellt? Ich bin raus, yo! Hast du nicht gesagt, wir sollten unsere Gefühle am besten zu Hause lassen? Das Finale beginnt in genau 1,5 Stunden. Bis dahin lautet das Motto Augen zu und durch. Er ist anscheinend nicht hier. Fillmore. Checkmatey wurde entführt. Er wird erst nach dem Finale freigelassen. Versucht nicht, ihn zu finden. Dritter Akt. Checkmateys Schachmatt. Aha, so sieht also Personenschutz beim Security-Team aus. Und das Finale beginnt in... In 1,5 Stunden. Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde Checkmatey direkt vor eurer Nase entführt.
Was ist jetzt mit meiner glänzenden Trophäe? Und was ist mit dem Sieg, auf den die Schule schon so lange wartet? Hören Sie, Principal Folsom, ich habe die Sache in den Sand gesetzt. Ich habe mich von Gefühlen verleiten lassen. Nein, das haben wir beide. Aber bei allem Respekt, ich werde keine schlaflosen Nächte wegen Ihrem leeren Trophäenschrank haben. Checkmatey hat die Teilnahme am Finale verdient. Und wir werden dafür sorgen, dass er auch antritt. Aber ich will, dass Sie eins wissen. Wir tun das nur für ihn. Siehst du, was ich sehe? Ich sehe absolut gar nichts. Das meinte ich. Wo ist dieser Tyson? Oder die anderen Mitglieder von SPEC? Warum sollten sie ausgerechnet beim Finale nicht protestieren? Könnte sein, dass sie mit was anderem beschäftigt sind. Volltreffer! Was ist das hier? Ich glaube, das ist der stillgelegte Kellertrakt der Schule. Ist alles im grünen Bereich? Überzeug dich doch selbst. Ah ja, jetzt wird es nicht mehr lange dauern. Keine Sorge, wir lassen dich bald wieder raus. Wir können nicht auf Verstärkung warten. Ich gebe dir ein Zeichen und dann holst du Checkmatey raus. Was für ein Zeichen? Wart's ab, es wird deutlich sein. Stoßen wir an auf die Operation König schlägt Bauer. Oh, er wird unseren Plan ruinieren. Los, schnappt ihn euch! Schon, Checkmatey, ich hol dich jetzt da raus. Also, okay, einen Moment mal. Würdest du mir das bitte erklären? Operation König schlägt Bauer ist auf meinem Mist gewachsen. Ich habe sie monatelang geplant. Also, der Plan war, diesen Ballon gefüllt mit drei Lagen. Ketchup, Senf, Ketchup während des Finales auf Checkmatey fallen zu lassen. Es war der perfekte Plan. Hilfe! Es lebt! Ich weiß nicht, ob ich dir noch folgen kann. Ja, versteht ihr denn nicht also? Die Farben Rot, Gelb, Rot repräsentieren die spanische Flagge. Und aus Spanien kommen die Regeln fürs moderne Schachspiel. Das ist die perfekte Rache der Traditionalisten, die gegen alles sind, was Checkmatey darstellt. Das ist der Hintergrund der Operation König schlägt Bauer. Damit ich das richtig verstehe, du und die anderen Mitglieder von SPEC habt keine Ahnung, wo sich Checkmatey zurzeit aufhält. Ist das korrekt? Wir wussten ja nicht mal, dass er verschwunden ist. Und Voraussetzung für die Operation König schlägt Bauer ist ja gerade, dass er am Finale teilnimmt. Ich kapier es nicht. Wenn die es nicht waren, wer war es dann? Wir haben keine Verdächtigen mehr. Fillmore! Deine Zeit des Davonlaufens ist vorbei! Sei ein Mann und stell dich deinem Schicksal! Nicht jetzt, Joyce. Doch! Jetzt! Mein ganzes Leben lang diese Kuchenwettessen, die ist so viel du kannst, Buffets, die 50 Zentimeter Sandwiches, das war alles die Vorbereitung für heute. Du bist der unangefochtene König im Burgerwettessen, aber ich werde dich vom Thron stürzen! Du erbärmlicher Feigling! Mach schon, lauf weg! Tu so, als würdest du mich ignorieren! Du würdest alles tun, um nicht gegen mich anzutreten, habe ich nicht recht? Ich glaube, ich weiß, wo Checkmatey steckt. Ja, renn und versteck dich, Fillmore! Lauf nur davon! Ich schlage dich ganz locker! Mir ist eingefallen, was Nelson mir erzählt hat. Er sagte, Checkmateys ganzes Getue soll nur vertuschen, dass er Angst hat. Sieh dir das hier mal an. Donnerwetter. Hey, Checkmatey! Oh, yo, ich bin so froh, dass ihr endlich hier seid. Da waren diese drei Riesentypen mit Masken auf. Sei still. Ich schätze, sowas nennt man Schachmatt, mein Freund. Yo, ich habe keine Ahnung, wovon ihr da überhaupt redet, yo. Das glaube ich schon. Du wusstest, dass du Nelson im Finale nicht schlagen kannst. Du warst das die ganze Zeit. Du hast dir diese Drohbriefe selbst geschickt, du hast auch die Seile der Schachfigur angeschnitten. Du hast die Brausetabletten in den Schrank getan und das Wasser aufgedreht. Und du hast dich selbst entführt, Mann. Na gut, ich hatte Angst, okay? War es das, was ihr hören wolltet? Ja, ich hatte Angst. Ich wusste, dass ich Nelson im Finale nicht schlagen kann. Seine Taktik, die ist... Mann, gegen die kann man einfach nicht gewinnen. Passt auf, ihr müsst es ja keinem sagen. Tut einfach so, als hättet ihr mich nicht gefunden. Dann denken alle, ich konnte nicht spielen, weil ich entführt wurde. Bitte, yo. Tut uns leid, Checkmatey, aber wir sind für die Wahrheit, nicht für Lügen. So wie ich das sehe, gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst davonlaufen und alle werden erfahren, was Sache ist. Oder du spielst doch. Es ist deine Entscheidung.
Das Spiel und der Turniersieg gehen an Nelson Kellogg von der St. Stephen's Academy. Sehr gutes Spiel, yo. Das nächste Mal gewinne ich. Darauf freue ich mich jetzt schon. Wie du siehst, lächle ich, Fillmore. Und ich applaudiere. Willst du auch wissen, warum? Weil mein Rücken nicht mehr schmerzt. Und willst du auch wissen, warum mein Rücken nicht mehr schmerzt? Weil einer meiner Schüler Schach spielen konnte, ganz ohne Angst. Raycliffe, wer ist das? Sein Name ist Linwood. Und wo ist Fillmore? Fetttriefende Burger. Oh. Tut mir leid, Joyce, aber misst dich nicht mit dem Meister. Schreib dir das hinter die Ohren.